Hi! Oh, du! Aber. Ja, der FC Lugano erlebt momentan einen riesen Höhenflug. Sie sind zum zweiten Mal hintereinander im Cup-Final, können den Titel verteidigen und auch in der Super League sind sie ganz vorne mit dabei. Darum treffen wir heute einen der Leader dieser Mannschaft, den Abwehrchef. Es ist noch frisch, hä? Wo kommst du genau an? Ist das gut da? Hi! Oh, du! Hey, ich habe geschissen. Schön, dass du gekommen bist. Ja, ja. Jetzt gehen wir da hinten, jetzt so das Rest. So. Grazie. Ui, 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 ui. Grazie. Erzähl mal, wieso läuft es bei euch so gut? Ah, ich muss sagen, als Erste. Was halt ist wirklich die Mannschaft. Zusammenhalt. Der Zusammenhalt. Und die Torte macht schon auch viel aus, ja? Ja. Seine Jahre. Ja. Kennst du ja schon seit Jahren. Ja, seit 6 Jahren jetzt. Ja. In Lugano ist die Mentalität der Defensive ähnlich wie in Italien. Ich meine, du hast ja in Italien gespielt bei verschiedenen Clubs. Ja, also wir haben ja einen Co-Trainer, der auch in Italien gespielt hat, als Profi. Der hat uns auch noch viel beigebracht. Ich bin mir das gewöhnt in diesen Trainings, weißt du, 2 Meter nach rechts, 1 Meter nach links, Körper. Also machen wir das so mit der Viererkette? Nein, jetzt nicht mehr so. Aber eben in Italien ist wirklich. Es hat einen Trainer gehabt, der hat noch gesagt, Mann, wenn er das nicht besser macht, bin ich auch ja mit einer Schnur und dass wir alle gleich sind und so. Das habe ich früher gemacht, aber das hat er dann bei uns nicht gemacht. Und dann bist du aber 2 Stunden, ob es jetzt geregnet hat, zu tun geschoben hat, bist du einfach meine Städte gestanden. Ja. Aber das nimmst du einfach mit, weißt du? Ja. Und kannst es dann auch weitergeben. Wie siehst du das jetzt so mit den Jungen? Also früher warst du jünger, ich etwas älter. Wir haben ja das Zimmer zusammen geteilt. Ja, ja, ich weiss. Ja, ja. Das ist auch mein dreckige Wäsche. Ja. Also es war einmal umgekehrt. Ich habe einmal gesagt, kein Material. Kannst du mir noch das Wasser holen? Stimmt, ich war zu lieb. Ja, du bist wirklich zu lieb. Und das schätze ich sehr. Also, okay. Und ich mache das heute nicht. Da bin ich nicht da, der sagt, ich gehe durch das. Nein, das nicht. Das erste Mal, wo der Kai zahlt. Tak, 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 tak. Schlieb. So, jetzt noch ein Espresso geht auf. Ja, ja, Kaffee zahle ich. Du hast ja auf dem Bau geschafft. Was hast du gelernt? Also auf dem Bau, nicht richtig auf dem. Also schon. Es ist so, ich habe Betriebspraktik gelernt. Ich weiss nämlich noch, wo du im ersten Jahr gelebt bist, amüs wirklich mit deiner Arbeitskleidung, irgendwie mit dem Roller oder so. Aber weißt du, was ich in dieser Zeit gemacht habe? Ich bin Bäume gefällt. Ich habe den Holzerkurs gemacht. Den Holzerkurs? Ja. Ah, jetzt weiss ich, wir haben den Holzfuss da. Jetzt ist mir alles klar. Aber was hast du denn so in England gelernt? Das Tempo. Ja. Das Tempo ist im Training. Ich habe das Gefühl, du hast gar keine irgendwie Taktik gehabt. Das ist einfach alles so schnell gegangen, hin und her. Aber was hast du von dort mitgenommen? Stehen auf. Stehen auf? Nicht simulieren? Nicht simulieren. Härte, also so Härte, wie die Härte. Passo? Ja. Ja. Si, 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 si. Jetzt müssen wir aber noch das Gap-Geheimnis lüften. Das ist das zweite Mal hintereinander im Finale sind. Mhm. Wie kannst du das erklären? Also im Cup muss man, glaube ich, jeden Match sehen wie ein Finale. Ich muss sagen, haben wir in den letzten 10 Jahren super gemacht. Und jetzt wartet, denke ich, eine riesen Aufgabe. Würdest du sagen, ihr seid besser als letzte Saison oder sind ihr immer noch gleich hungrig? Das kann man gleich sagen. Hungrig? Sind ihr noch gleich hungrig? Sind ihr immer noch gleich hungrig auf den Cup-Sieg? Ja. Wie du heute am Mittag. Also wie du das Osso Buco weggegessen hast. So hungrig sind wir. So hungrig sind wir. Also so, sehr hungrig. Weißt du wie? Also. Okay. Danke für den Mittag. Gell? Ist gut, ist fein. Jetzt hast du wieder Power, oder? Jetzt kannst du wieder reingrätschen. Hast du mal etwas mal gezahlt? Sonst bin immer dich, der zahlt.